Herzlich willkommen bei mir zu Let's Play Dead Space. Wir haben endlich diese vier Traktorenstrahlen deaktiviert und befinden uns jetzt wieder auf dem Weg zur Steuerung. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, da erwartet uns irgendwas. Ich hasse sie. Ich musste das Vieh abschütteln, hab dabei den Aufzug hier bedient. Ah, ich bin auch schon bedient. Und wieder nach oben. Ich hab's aber noch gesagt, irgendwas wird mich erwarten. Und wenn es nur diese kleinen, hässlichen Dinger sind, die da um die Ecke gekrochen kommen. Die ganze Zeit waren sie nicht da. So. Ich sag mal auf ein neues. Ladung 8772 gezündet. Der Sender ist unterwegs. Alle Funktionen normal, sendet über Breitband. Bleibt nur noch zu hoffen, dass jemand das Signal hört. Ja. Ich werde den Array-Empfänger aufstellen. Ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder gesehen. Er winkte mir zu, als ob alles in Ordnung wäre. Okay. Der Kanal sollte jetzt offen bleiben. Huch. Was? Der Array-Empfänger der Com-Anlage reagiert nicht. Isaac, kannst du zurück zur Brücke gehen? Wir müssen das Array online bringen, denn selbst wenn uns jemand antwortet, können wir die Antwort derzeit nicht empfangen. Warum geht ihr dich selber? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Nein, 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 nein. Auf engem Raum sind die Dinger fiese. Habe ich das schon erwähnt? Aber mit den zwei hätte ja schon gereicht, aber dass dann noch die zwei Supermutanten dazukommen müssen. Das war jetzt übertrieben. Na gut. Haben's ja gepackt. Und auch wenn es so relativ am Anfang der Folge ist, speichern. Sicher ist sicher. Aber ist ja immer irgendetwas. So, warten. Ich glaube, jetzt können wir hier wieder raus, ja. Lastenaufzug. Was ist denn jetzt los? Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da hin? Ich weiß es gerade nicht. Hilfe. Mal hier richtig.
Bin ich hier richtig? Nö. Nö. Versuchen wir es mal bei A. Hilfe. Gehst du mal kaputt? Was ist das denn jetzt? Was war das? Jo, so wie wir auch nachladen können. Was war denn das denn jetzt? So, jetzt nehmen wir auch gerne alles mit, was wir hier noch kriegen können. Das, was wir am Anfang gar nicht mitschleppen konnten. Gott, Gott, Gott. Sind die Überreste, die jetzt auch noch anfangen zu leben, oder wie? Muss aber nicht. Hey, die Monorail-Station. Einziger Ort, den ich mag. Dann auf zur Brücke. Kapitel 7 ins Leere abgeschlossen. Oh yeah. Ja. Oh, die Maus bewegt sich hier so schwammig. Kapitel 8, suchen und retten. Eieieiei. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder in diesen riesen fetten Raum und treffen auf den Commander wieder. Jetzt sind alles Vermutungen. Ich will es aber gar nicht. Es scheint aufwärts zu gehen. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Oh mein Gott, kann die schnell reden, wollte ich auch nachmachen, aber das klappt irgendwie nicht. Hier waren wir ja schon. So, Plasma-Energie. Immer her damit, immer her damit. Attention, the bridge of the USG... Ishimura is a secured location. All personnel must pass a security bioscan before entering. Please proceed to the right and wait for instructions from the officer. Thank you for your cooperation.
Wo ist das hin? Hallo. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ich will da durch! Ah, scheiße! Quarantäne aufgehoben. Huh! Oh, jetzt stressig wieder. Wieder halb tot. So, alles mitnehmen. Oh, vor dem Zeug sollte ich aufpassen, nicht, dass mir das noch in die Ohren fliegt. Das war aber wieder so typisch. Auch wenn wir hier schon waren, nochmal reinschauen, besser ist das. Zack, und wieder was gefunden. Munition. Können wir gut gebrauchen. Scheinen ja immer mehr von den Biestern aufzutauchen. Und deswegen speichern wir auch nochmal. Ich mag Speicherpunkte. Die sind wenigstens noch so beruhigend. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nö. Nö, nicht zum Cockpit. Okay. Ist das eine Brücke? Nee. So, Lastenaufzug. Ach, wir sind zwei und sollen auf drei. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein. Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Ach, wer das wohl sein mag. Wer will uns denn abhören wollen? Mal ehrlich. Gehen wir gerade alle Waffen durch. Alles nachgeladen, alles klar. Credits immer gern gesehen. Komm, einen Arm noch. Tja. Die tun mir echt leid, hier als Sklaven quasi weitermachen zu müssen.
Ekelhafte Biester. Schnauze! Naja, immerhin Munition wieder gekriegt. Okay. Wo ist das hin? So, wir hier, USG, Ishimura Communication Army. Nö, Werkband benutze ich nicht. Bin ja einmal schon drauf reingefallen. Das Ganze sieht aus wie ekelhafte 2D-Texturen, die noch nicht fertig gemacht worden sind. Wo sehe ich? Hilfe. Das ging zu leicht. Viel zu leicht. Kommunikationsarray offline. Ein Servicetechniker wurde informiert. Das Array der Com-Anlage ist in keinem guten Zustand. Wir brauchen mindestens 6 funktionierende Parabolantennen für ein starkes Signal. Sie müssen symmetrisch aufgerichtet sein, damit es keine Energieversorgungslücken gibt. Hurra! What about now? Letztes Mal, wo ich irgendwas machen sollte, sind wieder so viele Viecher aufgetaucht. Luftkanister-Schema, hurra. Okay. Zack. Ja, das immer her damit, immer her damit, immer her mit der Plasma-Energie. Na gut, dafür kann ich mir welche kaufen. Eintritt, Schwerelosigkeit, oder? Aber bevor wir in die Schwerelosigkeit gehen, gehen wir speichern und die Zeit ist auch schon fast wieder um. Ich wundere, dass hier keine Schotten dicht sind. Ja, wer weiß, was noch kommt. Ach,
ziehe mal einen an, seht ihr? Das hätte man nämlich übersehen. So, wir speichern hier. Und damit verabschiede ich mich auch mit dieser Folge von Let's Play Dead Space. Hallo? Warum will er nicht speichern? Hä? Die Buttons sind weg. Na gut. Kleiner Bug wahrscheinlich. Okay, trotzdem. Viel Dank fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß am Let's Play Dead Space. Ciao, ciao.